Auf einen Player oder einen Player ist es jetzt weniger in dem Krieg in der Ukraine, Prigozhin, der vermeintlich bei dem Absturz dieses Privatjets ums Leben gekommen ist. Auch darüber wollen wir kurz noch sprechen. Wladimir Putin hat sich jetzt öffentlich auch dazu geäußert. Welcher Eindruck von ihm bleibt zurück im eigenen Land? Und wie beunruhigt muss er vielleicht auch sein, dass sich Prigozhins Söldner loyal zeigen? Also auf der einen Seite haben wir ja gesehen, infolge der Rebellion, dass Putin in der Tat nicht nur angeschlagen wirkt, sondern natürlich auch angeschlagen war. Für ihn war und für den Kreml war ja nur zunächst völlig unklar, wie viel Unterstützung eben die Wagner-Gruppe bei ihrem Vormarsch in den Streitkräften, auch in den Sicherheitsapparaten entsprechend hat. Das ist auch ein Grund, warum man ihn nicht sofort liquidiert hat. Aber das Signal eben wird jetzt ausgesendet, wenn sich das alles so entsprechend bestätigt, wonach es ja immer mehr aussieht, dass Prigozhin tatsächlich da auch umgebracht worden ist. Trotzdem stehen auch immer noch Fragen im Raum, warum beispielsweise doch die gesamte Führung eigentlich in diesem einen Flugzeug saß. Das ist etwas, was eigentlich für mich jedenfalls auch unerklärlich ist, denn er musste eben mit einem solchen Anschlag entsprechend rechnen. Und von daher sind nach wie vor auch viele Fragen und Umstände eigentlich nicht ganz geklärt. Aber das Signal nach innen, nach außen ist, wir kriegen jeden, der sich uns in den Weg stellt, zu jeder Zeit und egal, wo er sich befindet. Und das war bereits die Botschaft seinerseits, als Putin die Giftgasmorde im Ausland, in Großbritannien in Auftrag gab. Auch da war die Botschaft, entweder ihr seid für uns oder gegen uns. Und wenn ihr gegen uns seid, dann müsst ihr sozusagen mit dem Schlimmsten rechnen. Und viele der noch offenen Fragen werden zumindest für die Öffentlichkeit wahrscheinlich auch offen bleiben. Frank Umbach, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, bitteschön. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.